Sandra Isenberg, Sie sind hier im Zoo Duisburg für die Otter zuständig und die sind gerade, sagen wir mal, reichlich gefüttert worden. Und das sieht ja irgendwie richtig faszinierend aus, vor allen Dingen, wenn man sich die vier Kleinen dabei betrachtet. Auf jeden Fall, das ist ein absolutes Highlight jetzt hier bei uns, zumal die Riesenotter hier ja eigentlich immer aktiv sind. Also egal, wo man hier hinkommt, da kann man immer ganz viele tolle Sachen erleben, weil das eine große Familiengruppe ist, die hier bei uns zusammengewachsen ist. Und jetzt haben wir aktuell vom letztes Jahr November eben vier Jungtiere noch mit dabei, die jetzt eben 5,5 Monate alt sind, fast 6 Monate. Und das ist jetzt besonders toll, das zu erleben, weil die jetzt eben auch anfangen, ihre Fische selber zu fangen und mit den Großen mit interagieren eben auch und direkt vor der Scheibe auch zu den Besuchern immer ganz nah kommen. Und das ist natürlich immer nett, sowas halt sich anschauen zu können. Und vor allen Dingen ist es erstaunlich zu sehen, wie die sich innerhalb von 5,5 Monaten entwickelt haben und wie selbstständig sie schon geworden sind. Ja, das geht wahnsinnig schnell. Also das Tolle bei Riesenottern ist ja auch, dass die in so einem Familienverband zu Hause sind. Und selbst der Nachwuchs, der jetzt hier uns noch mit dabei ist von 2011, also die jetzt eben 2 Jahre alt werden, die helfen mit bei der Aufzucht von dem jetzigen Nachwuchs. Und das ist halt ganz toll zu sehen, das ist eine richtig zusammengewachsene Familiengruppe. Und die Kleinen, ungefähr so mit 2,5 Monaten, fangen sie eben auch schon an, die ersten Fische mal mit zu probieren. Also die großen Otter animieren die immer und legen denen die Fische auch mit vor die Füße und stupsen die richtig an, dass sie halt auch mal probieren sollen. Sie werden selbstverständlich noch von der Mutter mit Milch dann versorgt. Aber so mit 3,5 bis 4 Monaten steigen sie fast vollständig auf Fisch um. Also da sieht man die kaum noch säugen. Es kann manchmal noch sein, dass sie mal abends zum Einschlafen oder sowas irgendwie noch mal bei der Mama an den Zitzen hängen. Aber das meiste, was sie sich holen, ist wirklich vom Fisch. Also dann sieht man dann schon, wie schnell die eben auch groß werden. Wie viel frisst denn eigentlich so ein ausgewachsener Otter am Tag? So das ist ganz unterschiedlich. Also wir füttern hier bei uns ja verschiedene Fischarten. Also wir haben zum einen Forellen und dann haben wir aber auch noch Rotfedern und auch Maränen. Und je nach Fischart sind das unterschiedliche Mengen, die da so ein Otter braucht. Also von den Forellen kann man schon sagen, dass wir da zwischen 8 bis 10 am Tag durchaus an ein Tier verfüttern können. Dann eben, dass sie es auch durchaus fressen. Jetzt sieht man, dass die Otter sich ja hier richtig wohlfühlen. Aber in der Natur, wie ich weiß, sind Otter gefährdet. Wovon oder wodurch? Es gibt ja ganz viele verschiedene Otterarten. Und die meisten Otterarten sind gefährdet. Die sind weltweit ja zu finden. Den Riesenotter, den wir jetzt hier bei uns im Zoo Duisburg zeigen, ist ja vorwiegend in Brasilien zu Hause. Und auch da sind diese Riesenotter gefährdet. Sie leben in den ganzen Flussgebieten, das ist zum Beispiel des Amazonasgebietes. Also Stichwort wahrscheinlich Rodung der Regenwälder. Sowas zum Beispiel. Also ein Hauptproblem ist einfach die Lebensraumzerstörung und auch die Umweltverschmutzung, dass den Tieren eben immer mehr Platz genommen wird, wo sie einfach zurechtkommen können. Überfischung und Verschmutzung der Gewässer ist auch ein ganz großes Thema, weil wir hier einen Fischfresser haben, der sich eben davon ernährt und darauf angewiesen ist. Wie viel oder wie alt werden die Otter eigentlich so im Durchschnitt? Die Riesenotter hier ungefähr 15 bis 20. Und wie oft vermehren die sich, beziehungsweise wie oft bekommen die Nachwuchs? Meistens einmal im Jahr. Das heißt also, irgendwann wird es hier zu eng, oder? Man muss ein gut funktionierendes Zuchtpaar haben und wir haben das große Glück, dass wir ein total harmonisches, tolles Zuchtpaar haben. Ja. Und so haben wir in den letzten Jahren regelmäßig hier bei uns Nachwuchs bekommen. Und die Riesenotter, die sind auch in einem sogenannten EEP, also in dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm vertreten. Also und das heißt, die werden verteilt an andere Zoos? Genau, oder? Da kümmert sich man sich immer wieder, dass man ein neues, tolles Zuhause für die finden kann, vielleicht sogar einen neuen Halter gewinnen kann, der eine neue Gruppe aufbauen möchte. Und so haben wir eben auch schon erfolgreich hier einige von unseren Nachzuchttieren in ein neues, schönes Zuhause geben können. Weil man sieht jetzt, wie begeistert Sie selber von den Ottern sprechen. Was ist für Sie das Besondere an diesen Tieren? Ich finde die total toll. Also zum einen sind sie toll, weil sie einfach riesig sind, wie der Name schon sagt. Sie sind unglaublich hübsch mit ihren verschiedenen Kehlflecken, die sie da haben. Daran kann man die Tiere ja auch ganz toll auseinanderhalten. Jedes Tier hat eine ganz individuell gefärbte Kehle, die ist heller. Und das ist wie ein Fingerabdruck. Und sie sind wahnsinnig verspielt und sehr neugierig. Selbst die Erwachsenen sind immer noch dazu zu animieren, sich mit irgendwas zu beschäftigen oder zu spielen. Sie reagieren extrem eben auf uns und gucken halt immer, was wir halt dann den Tieren Neues bringen oder ihnen bieten können. Und das finde ich halt immer besonders faszinierend, dann so verspielte und neugierige Tiere zu haben. Und die werden jetzt natürlich zu Pfingsten auch hier zu sehen sein. Also ein weiterer Grund, um an den Pfingsttagen im Zoo Duisburg zu kommen. Auf jeden Fall. Nicht nur die Otter hier im Zoo Duisburg. Wir haben ja auch viele, viele andere Highlights hier bei uns. Aber die Otter gehören auf jeden Fall mit dazu. Dankeschön. Bitte. Thank you.
stehe ich auf Hundebrunnen.